Gehört sie wohl einen herzlichen guten Morgen hier zu Reinis Zeitgedanken und zwar zu Losung und Lehrtext für den Tag. Das ist ja Tradition an jedem morgigen Tag. Und nun schauen wir mal in diese beiden Texte rein. Da heißt es in der Losung: Achtet ernstlich darauf, um eures Lebens willen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt, aus dem Josua-Buch. Und dann heißt es bei Johannes im 14. Kapitel: Jesus spricht, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. In beiden Texten geht es darum, dass den Menschen ans Herz gelegt wird, dass sie Gott, den Herrn, lieben sollen. Und deshalb auch am Eingang dieses wundervolle Herz aus dieser Hecke geschnitten. Ein Zeichen dafür, dass wir doch heute mit der Liebe zu tun bekommen. Wann liebt man? Wie kann man lieben? Wichtig ist, dass es zwei große Abschiedsreden sind, die hier auftauchen. Einmal von Josua, sein Name heißt ja und ist Programm, Gott rettet. Und dann von Jesus selbst, der auch hier seine Abschiedsrede hält und deutlich macht, wie wichtig es ist, dass wir Gott weiterhin lieben sollen. Wird im Neuen Testament dieses Angebot erweitert auf die ganze Welt bezogen, ist es im Alten Testament an das Volk Israel gerichtet. Wie kann man lieben? Wir kennen ja den Spruch, Liebe auf den ersten Blick, dann ist alles zu spät, dann hat man sich verliebt und wer Liebe auf den ersten Blick erlebt hat, der weiß, das kommt von innen, das ist ein Gefühl, das kann man mit nichts umschreiben. Da spielen einfach auch die Hormone verrückt und da ist man ganz hingezogen zu dem anderen Menschen. Es geht aber nicht um die Liebe zwischen Menschen, sondern es geht ja um die Liebe zwischen den Menschen und Gott. Wie kann man Gott lieben, den man ja noch nicht einmal sieht? Das ist eine große und spannende Frage und deshalb ist es eigentlich schön, dass wir hier in diesen Texten auch einen Kontext haben. Denn auch im Buch Josua wird darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, darauf zu schauen, was Gott alles diesem Volk geschenkt hat, wie er sie begleitet hat, wie er sie aus der Knechtschaft befreit hat und wie er mit Josua ihnen gemeinsam dieses neue Land gegeben hat, nämlich jenseits des Jordans. Er ist ja nach Mose eingesetzt worden als Führer für Israel. Das heißt also, Gott zu lieben, heißt zurückzuschauen, was hat Gott für mich, für uns Menschen alles getan. Und da kommen wir auch im Neuen Testament darauf hin, dass Jesus nicht nur einfach blindlings verlangt, dass wir Gott lieben sollen, sondern er hat ja eine Vorleistung gebracht. Jesus ist durch die Lande gezogen und hat auch damals den Menschen gezeigt, wer Gott ist, wie Gott handelt und was es heißt, Gott nachzufolgen. Wir müssen also nicht Liebe auf den ersten Blick erwarten und wir müssen auch nicht blindlings Gott vertrauen, sondern Gott gibt uns eine Vorgabe. Und wichtig ist es, dass wir das lernen zu begreifen und die Dinge auch wirklich von Gott her sehen und begreifen. Das Volk Israel hat Josua mehrfach versprochen, sie wollen unbedingt treu bleiben, diesem Gott weiterhin dienen und ihn lieben. Wir wissen, sie haben es geschafft, solange Josua lebte und auch die Ältesten, die ihn dann überlebt haben. Aber wir wissen auch, dass dann die Treue natürlich bröckelte. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir auch heute immer wieder darauf hingewiesen werden, dass unsere Liebe zu Gott bröckelt. Es ist zu vieles in der Welt, was uns von Gott wegziehen möchte. Und deshalb kann ich jedem nur ans Herz legen, sich dessen zu erinnern, was hat Gott für mich getan. Und wenn man da so ein paar Dinge aufzählt, nicht nur diese wundervolle Schöpfung uns gegeben, sondern auch mein Leben gegeben. Er hat mich umsorgt, er hat mich begleitet. Und wer genau in sein Leben hineinschaut, der wird eine Führung entdecken und auch einen Schutz sehen, der unglaublich ist. Das Problem ist, dass wir es uns meistens selbst zuschreiben und sagen, ja, das ist mir alles gelungen, das habe ich alles geschafft, das ist mein Haus, mein Boot und das ist meine Frau oder mein Mann.
Dass wir die Dinge von Gott her betrachten, das kommt uns schnell abhanden. Und deshalb sind die zwei Texte so wundervoll und so schön, dass sie uns in Erinnerung rufen, Gott geht in Vorleistung, er gibt uns, er füllt uns die Hände und er verlangt nicht, dass wir die Liebe auf den ersten Blick praktizieren müssen, sondern er geht in Vorleistung und meint, wenn wir das sehen und begreifen, dass es dann für uns doch eigentlich ein leichtes ist, Gott, ihn anzuerkennen und zu lieben. Und deshalb kann ich nur allen Mut machen, darüber zu erzählen, wie Gott führt, wie Gott rettet, wie Gott beschenkt und wie Gott einmalig uns auch begleitet. Es ist, glaube ich, an der Zeit, dass wir mehr darüber berichten, damit noch mehr Menschen die Dinge so sehen können und Gott lieben können. Es liegt also auch an uns, die wir glauben, dass wir dieses auch weitergeben, damit es anderen leicht fällt. Und wir wissen, das Wichtigste ist, dass wir bei den ganz Kleinen, bei den Kindern anfangen, ihnen dieses Vorleben und auch darüber erzählen. Es kostet manchmal ein bisschen Mut, aber es ist lebenswichtig für die anderen. Und insofern denke ich, dass es uns Freude machen kann. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen oder Schnee falle sanft auf unsere Köpfe. Die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche uns allen einen wundervollen Tag. Ich habe heute in meinem Mailkonto nachgeschaut schon und habe eine ganz herzlich nette Mail erhalten. Ich antworte auch noch darauf. Ganz, ganz lieben Dank und herzliche Grüße erstmal zurück. Die Person wird es schon wissen. Ich bekomme nicht so viele Rückmeldungen. Es sind sehr, sehr wenig. Es ist, glaube ich, ja, eine der wenigen Mails, die ich je bekommen habe für diese Arbeit. Und deshalb herzlichen Dank. Und wie gesagt, ich melde mich noch persönlich. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Bei uns schneit es wie verrückt. Wir haben schon wieder tiefen Winter. Gestern war noch blauer Himmel und Sonnenschein. Heute sind wir wieder im Trüben unterwegs und werden dann morgen hier im Appenzell-Innerrhoder Land bei herrlichem Sonnenschein den Winter wieder genießen können. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie diesen Tag gut überstehen, dass Sie Freude haben und dass Sie sich erinnern können. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie mit Gott verbunden. Auf Wiederlogen!